Guten Morgen, Elisabeth. Du bist noch gar nicht angezogen? Ich bin gleich fertig. Du, dann mach bitte weiter, wir sind heute schon spät dran. Ja. Heute nach dem Gericht nach Wien hineinfahren. Wartet bitte mit dem Abendessen nicht auf mich. Es kann spät werden, ja? Triffst du Opa? Ja, auch. Warum? Kann ich mitfahren, bitte? Hast du keine Schule? Oh ja, aber ich würde gerne ins Kino gehen. Also ein andermal kannst du gerne die Schule schwänzen, Wolfgang. Aber diesmal habe ich eine Menge Dinge zu erledigen. Und ich habe dir gerade gesagt, es kann spät werden. Du tust halt mit mir Fernsehen. Dein ruft die Programme in Ehrenherd, aber Kino ist mir doch lieber. Kann ich heute nach der Schule zum Stefan? Ich mache dort die Hausaufgabe. Naja, also, meinetwegen. Ich kann das selber. Was ist denn? Ich hol das Auto. Beeilt euch inzwischen. Ja, was willst du von dir? Komm her. Ist das da irgendeine Verschwörung oder was ist das? Pass auf, du wolltest mir ja was über den Reidinger erzählen. Ausgerechnet dir. Wie komme ich dazu? Ich stell dich nicht so an. Ich stell mich nicht an, du stellst mich nicht an. Hast du mir's versprochen oder nicht? Ich kann dich in meiner Firma nicht anstellen, solange der Reidinger überall seine Finger drinnen hat. Jetzt hat der den Reidinger immer noch am Hals erst. Hat die Mutter ganz schön was einfragt. Wie lange dauert das? Solange der Reidinger Sachwalter ist und meine Mutter müsste einen Antrag auf Aufhebung stellen und dann entscheidet das Gericht. Am Gericht kann das ewig dauern. Eben, und das könntest du ein bisschen abkürzen. Und wie bitte? Pass auf, du hast mir ja was über den Fensterwipflinger und den Reidinger erzählt und das müsstest du mir schriftlich geben und notariell beglaubigen lassen. Und das ist wieder so eine von deinen Versprechungen, ne? Ja oder nein? Du, ich brauch endlich was Bares auf die Hand. Und diese Anstellung, wenn das Ganze vorbei ist. Anschlag. Anschlag. Gut, dann sind wir diese Woche beim Hinterberger fertig. Da können wir nächste beim Hillinger anfangen. Da sind wir sowieso schon im Verzug. Ja, geht in Ordnung, Herr Ingenieur. Und du fahr bitte raus zum Breitner wegen des Kostenvoranschlages. Der will schon wieder mal alles umsonst haben. Ist das unser letztes Wort oder können wir da noch runtergehen? Allerhöchstens 10%. Aber nur, wenn es nicht anders geht. Wenn der Breitner die Terminpenale aus dem Vertrag nimmt, dann werden wir sowieso nicht rechtzeitig fertig. Na, der Junior macht sich. Wenn du das schaffst, dann reden wir über deine Geländemaschine. Die kaufe ich mir lieber selber. Auf Raten. Und ich zahle sie Cash. Und setze sie von der Steuer ab. Schau, du klickst damit der Maus an, dann drückst du auf Enter und super! Nimm dir noch. Lachgum ist gut. Ah, Herr Sebastian. Ja? Besuch für Sie. Sebastian! Elisabeth, was machst du denn hier? Du hast mir was versprochen. Was denn? Heute ist Papas Geburtstag. Wie stellst du dir das vor? Ich kann doch nicht mit dir einfach ins Gefängnis gehen. Aber du hast es mir versprochen. Versprochen schon, aber ich bin doch kein Zauberer. Du machst das schon. Eidesstattliche Erklärung, Gustav Spreitzer. Na, das ist doch genau das, was wir brauchen. Ich verstehe überhaupt nicht, worauf du noch wartest. Ja, ich wollte mit dem Reidinger noch drüber reden. Wenn man jemanden das Hackl ins Kreuz haut, dann warnt man ihn doch nicht vorher. Ja, aber das ist es ja genau mit dem Hackl ins Kreuz. Schau, ich muss ja mit dem Reidinger noch weiter zusammenarbeiten. Das ist nicht gesagt. Wenn man als Sachwalter in seine eigenen Taschen arbeitet, dann ist er doch als Bürgermeister nicht mehr tragbar. Es liegt also nur an dir, Hans, ob du ewig der Zweite bleiben willst in der Stadt. Wie ich aus den Unterlagen ersehen konnte, ist Frau Dr. Laubach bei der Entscheidung über die Person des Sachwalters völlig korrekt vorgegangen. Diplom-Ingenieur Martin Reidinger ist die Wunschpersönlichkeit ihrer Frau Mutter. Und die Richterin hat ihn ausdrücklich auf seine Pflichten als Sachwalter hingewiesen. So, und was ist das?
eidesstattliche Erklärung des Gustav Spreitzer, ehemals polierender Baufirma Martin Reidinger. Erkläre ich hiermit an Eidesstatt, dass sich mein ehemaliger Arbeitgeber Diplom-Ingenieur Martin Reidinger vor etwa 3 Monaten für den Erwerb eines Betriebes interessiert hat. Insbesondere ist mein Kaufangebot an die Firma Wimpfinger GmbH bekannt, über dessen konkrete Höhe ich allerdings nicht informiert bin. Das ist genau der Betrieb, den ich kaufen will. Reidinger hat die Zustimmung verweigert. Die Optik ist zugegebenermaßen etwas schief. Also gut, ich schaue mir das an. Ich nehme an, niemand will ein großes Aufsehen. Also machen wir es diskret. Nein, nein, behalten Sie es. Danke. Okay, du wartest hier, ja? Ich werde es versuchen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es klappen wird. Okay, ich warte. Es kann aber länger dauern. Grüß Gott. Wann geht's zum Besucherraum? Hier geradeaus. Danke. Bitte. Ich wollte mich anmelden für die Besuchszeit. Moment. Hallo, Soppermann. Zur Zahnklinik. Okay. Zum Zahnarzt. Dort fährt er. Auf was wartest du? Fahr los! Wie das Fräulein befehlt. Sorge, den verlieren wir nicht. Schneller! Was, Sie wollen alle Geschäftsunterlagen der letzten 2 Monate einsehen? Richtig. Ausgeschlossen. Da könnte ein jeder kommen. Ich bin aber nicht ein jeder, Frau Löbel. So, jetzt nehmen Sie das Telefon, rufen Sie den Diplom-Ingenieur Reiding an und sagen ihm, der Dr. Trappel ist in seinem Büro und wird ihn gern sprechen. Inoffiziell. Versteht sich. Dr. Ja? Trappel. Bitte. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger und sind innerhalb einer Frist von 2 Wochen an das Bezirksgericht zu zahlen. Gut, das passt so, Helga. Bitte schreiben Sie das ins Reine und Sie können dann Schluss machen, gell? Ah, danke, das ist günstig. Ich muss den Vater heute noch zum Facharzt bringen. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Ist doch selbstverständlich, dass wir Sie in so einem Fall früher heimschicken. Sie traut sich nie, was zu sagen. Dann gehen Sie, Helga. Sie sind doch sonst nicht so schüchtern. Wie geht's denn dem Vater? Besser, danke. Seit er in der Betreuung von unserem Wendling ist, geht es ihm schon viel besser. Das freut mich. Lassen Sie ihn bitte schön grüßen. Ich fahre dann, Frau Beranek, ne? Ist recht, Frau Doktor. Rein. Meine Verehrung, Frau Rath. Gut, dass ich Sie treffe. Könnte ich Sie unter 4 Augen sprechen? Im Moment habe ich gar keine Zeit. Worum geht's denn, Herr Bürgermeister? Kennen Sie einen Senatspräsidenten, Dr. Trappel? Ja, das ist einer meiner Vorgesetzten. Dieser Dr. Trappel war heute Morgen bei mir und wollte meine Geschäftsunterlagen der letzten 2 Monate einsehen. Also konkret ging es um die Sachwalterschaft. Und? Haben Sie ihm die Unterlagen gezeigt? Ja, natürlich, sind ja kein Geheimnis. Sie wissen, wo ich zu finden bin, Frau Beranek. Freilich. Seltsam, dass sich der Senatspräsident persönlich der Überprüfung einer Sachwalterschaft annimmt.
Er tat es auch nicht offiziell. Er hat mich sozusagen als Parteifreund darum gebeten, um gewissen Annahmen den Boden zu entziehen. Ach, der Herr Sonnleitner. Der hätte doch auch ganz offiziell um eine Überprüfung ansuchen können. Ja, aber manchmal macht er etwas hinten herum. Ich wollte Sie nur informieren. Danke. Jetzt habe ich meinen Autoschlüssel vergessen. Ich gehe natürlich davon aus, dass es keinerlei Grund für gewisse Annahmen gibt. Im Gegenteil, ich habe ihn vor ein paar geschäftlichen Blödheiten bewahrt. Die Frau Hedwig-Sonnleitner hat einen neuerlichen Antrag auf Begutachtung gestellt. Das Gutachten war positiv. Ich werde also die ganze Sachwalterschaft demnächst wieder aufheben. Das ist mir nur recht. Auf Dauer kann ich mich nicht um die Gemeinde und zwei Firmen gleichzeitig kümmern. Übrigens, morgen findet der feierliche Spatenstich für unseren Golfplatz statt. Ich würde Sie dazu herzlich einladen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, aber ich glaube, da bin ich fehl am Platz, nach all den Geschichten. Warum? Wir am Land sind nicht grundsätzlich nachtragend. Herr Bürgermeister, ich glaube, ich komme besser nicht. Ich glaube, das könnte klappen. Wir können es drehen, wie wir wollen. Irgendwann müssen wir zu einer klaren Entscheidung kommen. Wenn das so einfach wäre. Was ist im Leben schon einfach? Abgesehen davon, dass mich der Sektionschef für einen Volltrottel halten wird, wenn ich scheinbar ohne Grund so eine Polizeiaktion vom Zaun breche. Aber Carlos ist einer von der miesesten Sorte. Er ist der Vater von Marias Kindern, unserer Enkelkinder. Leider, das konnten wir ja nicht verhindern. Trotzdem haben sich die beiden mal geliebt, das weißt du. Ich bitte dich, das ist doch jetzt nicht das Problem. Na, in gewissem Sinne schon, Arthur. 8 Jahre nach dem Scheitern der Ehe unserer Tochter steht plötzlich Carlos vor der Tür. Ja, um seine Kinder zu entführen und um an ihr Erbe ranzukommen. Du sprichst es aus, Arthur. Seine Kinder. Carlos wird noch der Vater von Wolfgang und Elisabeth sein, wenn es uns beide schon lange nicht mehr geben wird. Worauf willst du hinaus? Nur ganz einfach, dass es in unserer Entscheidung liegt, ob Carlos für 10 oder 15 Jahre hinter Gitter muss oder ob er in ein paar Tagen aus dem Gefängnis entlassen wird. Ich will dich nicht daran erinnern, dass du Richterin bist und deinen Amtseid geschworen hast. Nach der Strafprozessordnung hast du kein Recht, die Aussage zu verweigern. Carlos ist kein Angehöriger, aber seine Aktion war eindeutig erpresserische Entführung. Vom versuchten Betrug mal ganz abgesehen. Die Frage ist, wie man das sieht. Ich kann dir sagen, wie ich das sehe. Der soll im Gefängnis schmoren, bis er schwarz wird, einen Tritt in den Hintern bekommt, der ihn so in sein Heimatland zurückbefördert, dass er uns nie wieder unter die Augen kommt. Bist du da ganz sicher? Oh. Glaubst du, hat der Papa starke Zahnschmerzen? Wahrscheinlich, sonst wäre er nicht hier. Wo ist denn der Papa? Ja, wir werden ihn schon finden. Ui. Ein Missverständnis, sagen Sie? Ich habe mich erst später daran erinnert, dass Herr Oppermann erwähnt hatte, dass er mit seinen Kindern für einige Tage in seine Heimat fliegen wollte. Mitten im Schuljahr? Das fällt Ihnen aber spät ein, Frau Kollegin. Ihr Herr Gemahl mobilisiert den Generaldirektor der öffentlichen Sicherheit wegen einer erpresserischen Entführung, bloß weil Sie sich nicht rechtzeitig erinnern. Ich bitte, nehmen Sie doch Platz. Haben Sie noch nie was vergessen, Herr Kollege? Jedenfalls handelt es sich hier nicht um einen 102er, sondern höchstens um einen 195er. Entziehung Minderjähriger aus der Macht des Erziehungsberechtigten. Und wie Sie wissen, ist dieses Delikt nur auf Antrag des Erziehungsberechtigten zu verfolgen. Ich danke für Ihre Belehrung, Frau Kollegin. Ich vermute, dass Sie als Erziehungsberechtigte keinen Antrag auf Verfolgung stellen werden. Sie vermuten richtig, Herr Kollege. Tja, dann ist der Fall erledigt. Es wird keine Anklage erhoben und Herr Oppermann wird in den nächsten Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber ganz unter uns, Frau Kollegin, die Sache ist doch faul. Sie decken da einen Verbrecher. Da haben Sie vollkommen. Das nehmen Sie zurück, sonst werden Sie die Konsequenzen tragen. Schon gut, Herr Dr. Laubach. Ich nehme die Bemerkung zurück. Ich hätte Ihnen einfach mehr Humor zugetraut. Ah.
Frau Doktor, behandeln Sie einen Häftling? Ja, aber ich wüsste nicht, was ihr das angeht. Ich müsste Sie im Augenblick sprechen. Persönlich, es ist dringend. Das ist die Tochter von dem Häftling. Sie muss mit ihm sprechen. Es ist wichtig. Aber es geht nicht, da sind Wachebeamter dabei. Schicken Sie ihn weg. Sie sind ja verrückt. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass Sie Ihren Vater sieht. Bitte. Trägt er Handschellen? Nimmt sie ihn ab. Sie soll den Vater nicht so sehen. Würden Sie bitte den Patienten die Handschellen abnehmen? Das geht nicht. Das ist gegen die Vorschrift. Der Patient muss sich den Mund ausspülen und ein Kleenex halten können. Also bitte. Wie Sie meinen. Wenn Sie dann draußen warten würden. Ja, aber... Wenn ich fertig bin, hole ich Sie herein. In Ordnung, Frau Doktor. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, aber scheinbar ist hier jemand, der Sie unbedingt sprechen möchte. Morosita! Ich glaube, wir sollten Sie ein paar Minuten allein lassen. Ich habe dein Geschenk mitgebracht, dass du im Gefängnis nicht immer so alleine bist. Mein liebes kleines Mädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Tee oder Kaffee? Kaffee? Stark. Setzen Sie sich. Wo denn? Das sieht sich aber ungern. Wenn der jetzt aus dem Gefängnis entlassen wird, willst du ihm dann erlauben, die Kinder wieder zu sehen? Na, wenn die Kinder es so wollen, sollten wir uns dem nicht entgegenstellen. Ja, wie soll das weitergehen? Wohin soll das führen? Na, ich weiß es nicht, Arthur, aber ich habe nur ein Gefühl. Gefühl. Irgendwann muss doch mal die Ratio einsetzen. Wenn Frauen immer nur Gefühle haben, dann... Na, also, was ist dann? Dann sind es in der Regel die Männer, die für diesen Luxus bezahlen. Und deswegen sterben die Armen auch in der Regel 10 Jahre vor uns Frauen? Exakt. Volkswirtschaftlich gesehen eigentlich ein Unsinn. Wieso? 10 Jahre früher zu sterben. Gut, sie fallen als Pensionsbezieher nicht mehr ins Gewicht. Aber andererseits vermisst sie doch die Wirtschaft als Konsumenten. Ist das jetzt ein Kurs in feministischer Volkswirtschaftslehre? Nein, nein, keineswegs. Ich denke mir nur manchmal, es wäre billiger, wenn Männer mehr Gefühle entwickeln würden. Und nicht bloß in den durchschnittlich 15,2 Zentimetern. Betonung auf der Kommastelle, wie in der Statistik immer behauptet wird. Ja, darf ich dich bei deiner Kanzlei vorbeibringen? Danke, ich glaube, ich nehme besser ein Taxi. Du hast aber nicht vergessen, dass sich die Kinder übers Wochenende besuchen wollen. Sie freuen sich so darauf. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich mich auch. Hallo, was ist los? Wann sehen wir uns wieder? Wenn ich in der Rente bin, oder was? Servus. Die Zeit ist um. Geben Sie noch 2 Minuten. Es könnte ja eine komplizierte Wurzelbehandlung sein. Und wenn der Beamte reinkommt? Dann schicken wir ihn raus. Übrigens, mir ist da kürzlich eine Blonde rausgefallen. Fällt das in Ihren Zuständigkeitsbereich? Möglicherweise. Musst du lange im Gefängnis bleiben? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauern wird. Und was wirst du machen, wenn du wieder rauskommst? Oh, dann werde ich für einige Zeit nach Argentinien gehen. Ich werde dort arbeiten, Geld verdienen, damit ich dich möglichst oft besuchen kann. Willst du mir schreiben? Oh ja, jede Woche, pünktlich jeden Sonntag. Ich hab dich sehr lieb, Papa. Ich auch. Ist das wahr, dass du unser Haus verkaufen wolltest? Ja, das ist wahr. Aber ich wollte uns für das Geld ein großes Haus in Argentinien kaufen, weißt du? Ich will aber nicht weg von Oma. Das habe ich jetzt begriffen. Du sollst auch nicht weg von Oma. Ich werde dich besuchen, so oft ich nur kann. Hm? Versprochen? Ja, versprochen. Also jetzt reicht's aber.
Guten Abend, Hertha. Grüß dich, Julia. Na? Wie war's? Ich hab gelogen. Ich hab dem Untersuchungsrichter erzählt, Carlos hätte mir gegenüber seine Südamerika-Reise erwähnt. Und jetzt muss er nicht mehr sitzen. Carlos wird bald entlassen. Eigentlich bin ich als Richterin nicht mehr tragbar, Hertha. Ich habe geschworen, die Gesetze der Republik zu beachten. Und jetzt denke ich an Verbrechen. Bloß weil es um den Vater meiner Enkelkinder geht. Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Wie meinst denn du das? Ich kann mich dunkel erinnern, dass der Carlos was von dieser Südamerika-Reise erzählt hat. Geh, Hertha. Vielleicht ist der Carlos gar nicht so ein schlechter Mensch. Hoffentlich. Ich werde jedenfalls in Zukunft aufpassen müssen wie ein Haftelmacher, was Carlos und die Kinder betrifft. Apropos Kinder, wo sind denn die überhaupt? Der Wolfgang ist in seinem Zimmer und spielt mit seinem Internet. Und die Elisabeth ist noch nicht vom Stubreiter zurückgekommen. Die ist noch nicht zurück? Muss ich sofort den Heinz anrufen, dass er sie losschickt. Morgen ist ja wieder Schule. Ja. Nein, Julia, die Elisabeth war heute nicht da. Die Erna ist mit den Kindern zur Großmutter gefahren, die hat heute Geburtstag und ich komme gerade vom Dienst. Aber wo kann sie denn dann sein, Heinz? Was? Ja, aber jetzt reg dich doch nicht auf, Julia. Es muss doch nicht gleich das Schlimmste passiert sein. Ja, ich lese auch die Zeitung, ich weiß auch, was drin steht. Weil du weißt doch, wie Kinder sind. Ja, wahrscheinlich ist bei irgendjemand zu Besuch und sie haben nicht auf die Uhr geschaut. Gut, ich danke dir schön, Heinz, gell? Sie war den ganzen Tag nicht dort, aber sie hat's doch ausdrücklich gesagt. Na, du warst doch dabei, Hertha. Ja, ich war dabei. Du musst doch irgendeinen Grund haben, warum die Elisabeth auf einmal zu lügen beginnt. Um Gottes Willen. Es wird doch nichts passiert sein. Hertha! Da, komm. Herr Reidinger, was ist denn passiert? Nichts, sie ist eingeschlafen. Elisabeth, aufwachen. Wir sind zu Hause gekommen. Ja, Herr Reidinger, ich glaube, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Jetzt regen Sie sich nicht auf. Elisabeth hat mir Versprechen abgenommen. Und heute ist sie plötzlich aufgetaucht und hat es eingefordert. So, und darf ich jetzt bitte wissen, was der Inhalt dieses Versprechens war? Ich habe versprochen, dass sie ihren Vater besuchen kann. Sie waren mit der Elisabeth im Untersuchungsgefängnis? Da dürfen Kinder doch überhaupt nicht hinein! Gewusst wie? Das ist für Ihre Anmaßung, junger Mann. Möglicherweise die einzige Sprache, die Sie verstehen. Ich kann Ihnen versichern, Frau Doktor, es ist nicht die einzige Sprache, die ich verstehe. Elisabeth hat mich um Hilfe gebeten, weil sie das Gefühl hatte, sich nicht an Sie wenden zu können. Ich habe geholfen. Ist das so anmaßend? Wissen Sie, seit 2 Stunden oder ich weiß nicht wie lang sitzen diese weißhaarige Frau und ich in der Küche und warten auf die Heimkehr von diesem kleinen Mädel. Können Sie sich eigentlich vorstellen in Ihrem Kopf, was einem 8-jährigen Kind alles passieren kann? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich habe schon einmal jemanden verloren und ich will das nicht noch einmal, wenn diesem Kind was passiert. Entschuldigen Sie. Das war mein Fehler. Ich hätte Sie anrufen sollen, ja? Ja? Geht's? Geht's wieder? Okay. Ja, danke. Wenn ich schon geohrfeigt werde, Frau Doktor, dann möchte ich wenigstens einen triftigen Grund dafür haben. Das verstehe ich jetzt nicht, was Sie da meinen.
letztlich, Herr Bürgermeister, lieber Martin, ist es ja nur deiner beharrlichen Tatkraft zu verdanken, dass diese Idee, einen der schönsten Golfplätze in unserem herrlichen Bundesland zu errichten, nunmehr vor der Verwirklichung steht. Der Reidinger macht seine Geschäfte und alle applaudieren, wie immer. Ich freue mich, heute den Spatenstich für ein Vorhaben durchführen zu dürfen, welches für den Fremdenverkehr nicht nur von Retz, sondern darüber hinaus für den der gesamten Region von großer Bedeutung sein wird. Ich danke dir für deine freundlichen Worte, Herr Landeshauptmann, und jetzt mach den Spatenstich, damit wir zum Essen kommen. Der Kaspar Leof hat nämlich für den heutigen Tag einige kulinarische Köstlichkeiten vorbereitet. Bitte sehr. So, gehen wir's an. Bitte, Landeshauptmann. Danke. So, das war's. Und jetzt gehen wir was essen. Ich habe nämlich einen Wortstum Hunger. Diese Redner am Vormittag sind immer so anstrengend. Ja, irgendwie musst du ja auch dein Geld verdienen, Herr Landeshauptmann. Du sagst es. Schwiegermutter, Sie haben mich heute ganz überraschend entlassen. Ich weiß. Ich dachte schon, dass du nicht ganz ohne Grund hierher gekommen bist. Lass uns Klartext reden, Carlos. Ich bin an deiner Entlassung beteiligt. Sehr zum Missfallen meines Mannes, der dich am liebsten 10 Jahre hinter Gittern gesehen hätte. Und 10 Jahre wären es durchaus geworden. Dann muss ich mich also bei dir bedanken. Spar dir deinen Dank. Ich hab's nicht für dich getan, sondern nur für meine Enkelkinder. Das sind doch auch meine Kinder. Das wirst du ihnen erst beweisen müssen. Was mich betrifft, ich halte dich für einen ausgemachten Gauner. Sehr, sehr leid. Unterbrich mich bitte nicht. Gauner ist wahrscheinlich noch gelinde ausgedrückt. Aber es steckt ja in jedem Menschen die Möglichkeit, dass er sich zum Besseren verändert. Was erwartest du von mir? Dass du den Kindern nie wieder wehtust. Elisabeth hat mich besucht. Ich weiß. Da erst habe ich begriffen, was die Liebe eines Kindes bedeutet. Ist ein bisschen spät, ne? Ist noch nie zu spät. Wiedersehen. Und was hast du jetzt vor? Ich werde morgen zurück nach Buenos Aires fliegen. Ich habe dort noch ein paar Angelegenheiten zu ordnen. Das wird wohl ein paar Monate dauern. Dann werde ich wieder hierher zurückkommen und versuchen, eine Arbeit zu finden. Wenn das Ordnen deiner Angelegenheiten etwas mit Geld zu tun hat. Nein, nein, ich brauche dein Geld nicht. Ich brauche nur dein Vertrauen. Genau das musst du dir erst verdienen. Gib mir noch eine Chance. Eine letzte. Ach, Martin. Auf dein Wohl, Herr Landeshauptmann. Oh, na. Ja, Herr Senatspräsident, was machst denn du da? Mein Kompliment, Herr Landeshauptmann. Ich war auf einer Jagd in der Gegend und wollte die Gelegenheit nutzen, mit dem Herrn Bürgermeister und seinem Stellvertreter in einer Sache ein paar Worte zu wechseln. Darf ich Sie dir kurz entführen? Entführen schon, aber Lösegeld zahlen wir keines. Also, meine Herren. Ich will es ganz kurz machen, meine Herren. Ich habe mir alle in Frage kommenden Geschäftsunterlagen vom Bauhof Reidinger angesehen und muss sagen, dass der Herr Reidinger sich als Sachwalter Ihrer Frau Mutter mehr als korrekt verhalten hat. Ja, und was ist mit der Tischlerei Wempfinger? Das stimmt. Die Firma Reidinger hat sich vor 3 Monaten für den Kauf der Wempfinger GmbH interessiert, die Sache dann aber nicht weiter verfolgt. Ich muss ausdrücklich festhalten, dass die Firma Reidinger sich während des Zeitraums der Sachwalterschaft an keiner Ausschreibung beteiligt hat, wo ihr Familienunternehmen involviert war. Ich muss annehmen, das war mitunter sogar zum Nachteil der Firma Reidinger. Ach, wir können es verkraften. Wir sind ja kein Kleinbetrieb. Trotzdem, das Ganze ist eine abgekartete Sache. Sind Sie vorsichtig, Herr Sonnleitner. Eine Information noch, Herr Sonnleitner. Die Wempfinger GmbH hat gestern beim Handelsgericht Konkurs beantragt.
Wollen Sie die Firma immer noch kaufen? Reidinger kann mich gern haben, ich gehe. Servus. Na, Martin, hast Probleme mit deinem Witze? Aber unwesentlich. Manchmal gibt es halt innerfraktionelle Diskussionen. Ne? Ja, das kenne ich. Deswegen habe ich verfügt, dass bei den Sitzungen alle ihre Hackeln an der Garderobe abgeben müssen, nicht wahr? Morosita mia! Ich habe gewusst, es dauert nicht lang mit dem Gefängnis. Ja, dank deiner Großmutter. Die hat mir sehr geholfen. Es war ein großes Missverständnis. Der Papa, unpünktlich wie immer. Ja, ich weiß, Chico. Aber wir werden uns bald aussprechen. Das ist mir doch egal. Das ist aber schade. Man kann als Vater nicht einfach kommen und gehen, wie man will. Da hast du recht. Aber das nächste Mal, wenn ich komme, gehe ich nicht mehr weg. Wer es glaubt. Dass du nicht magst. Na, und ist mir doch egal. Es ist auch dein Vater. Und deinem Vater stelle ich mir was ganz anderes vor. Du bist vor. So dankbar. Wolfgang, das ist wirklich nicht fair zu deiner Schwester. Vergiss bitte nicht, dass du der Größere bist. Glaubst du, ich hätte nicht auch gerne einen Vater? Schönes gekocht. Dann spielen wir Monopoly und morgen fahren wir zu einer Freilichtaufführung. Was sagst du dazu? Hallo, Arthur. Was ist denn mit denen los? Ich habe so ein schönes Programm und die... Naja, wir haben Carlos am Flughafen getroffen. Ach so, ja, man hat mich angerufen, dass man ihn entlassen hat. Er hat also Europa wieder verlassen. Darf ich dich fragen, was das gekostet hat? Keinen Groschen. Er wollte kein Geld. Aber du hast ihm welches geboten? Er sagte, er müsste in Buenos Aires einige Dinge erledigen, bevor er wieder zurückkommt. Das ist mir nicht neu. Neu ist, dass er Geld ablehnt. Na, es scheint dir mit den Kindern ernst zu sein. Ich kann deinen Standpunkt nicht nachvollziehen. Sind die wegen Carlos so sauer? Na, Elisabeth mag ihn. Wolfgang lehnt ihn völlig ab. Das spricht für seinen Verstand. Das müssen wir ja nicht hier besprechen. Du bleibst doch zum Essen. Nein, Arthur, ich bin fix und fertig und froh, wenn ich mal alleine am Hof sein kann. Es gibt einige Dinge, über die ich in Ruhe nachdenken muss. Ach, die Frau Doktor wird heute wohl kaum mehr vorbeischauen. Das ist blöd. Ja, warum denn, Frau Bernig? Ja, ich habe ganz vergessen, der Frau Doktor das Urteil im Fall Hubbauer zum Unterschreiben zu geben. Die wollen schon am Montag die Anlage in Betrieb nehmen. Na, dann geben Sie mir das Urteil. Ich schaue heute noch bei der Frau Doktor vorbei. Das ist nett von Ihnen, Helga. Und sie soll gleich die anderen Briefe auch unterschreiben. Ist gut. Also, Wiederschauen. Wiederschauen. Mir ist eingefallen, ich muss den Vater noch zur Physiotherapie bringen. Da wird es ziemlich spät. Wenn Sie morgen in der Früh bei der Frau Doktor vorbeischauen, dann reicht das immer noch. Ist gut. Na dann, schönen Abend. Wiederschauen. Junior,
Guten Tag, Frau Doktor. Ich bringe noch Material. Sie wissen, dass wir am Montag mit dem Dachbodenausbau beginnen. Ich weiß. Ist es in Ordnung, wenn ich hier ablade? Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Wie geht's denn, Elisabeth? Den Umständen entsprechend. Ich muss aber schon sagen, ich finde es reichlich unverschämt von Ihnen, dass Sie sich nach unserer letzten Begegnung noch hierher trauen. Sie haben ein Riesenglück, dass ich meinen Humor nicht ganz verloren habe. Sebastian! Ist Ihnen was passiert? Vorsicht! Vorsicht! Ja. Um Himmels Willen. Sie haben sich den ganzen Hintern zerschnitten. Kommen Sie mit, ich verarzte Sie. Ja. Kommen Sie. Vorsicht. So, Sie können sich inzwischen ausziehen. Ich hole nur rasch das Verbandszeug. Die Hosen an. Wie bitte? Sie können doch niemals alleine die Glassplitter aus dem Hintern holen. Frau Doktor, Frau Radi. Also bitte, Hosen runter. Glauben Sie, ich habe noch nie einen nackten Mann gesehen? Schaut aber nicht gut aus. Au! Also ein bisschen was muss man schon aushalten. Acht. Achtung. So, jetzt kann uns, glaube ich, nichts mehr passieren. Boah, ich kann immer. War doch gut, oder? Natürlich. Ja, du machst die besten Schlüssel der Welt. Vielen Dank. So, jetzt ab ins Bad. Schon spät. Komm gleich nachschauen, ob alles blitzsauber ist. Ich habe Stoffel und Waldi vergessen. Stoffel und Waldi? Meine zwei Stofftiere. Aha. Und mit sie kann ich nicht einschlafen. Weißt du was? Ich lese dir was vor, dann schläfst du bestimmt ein. Wie kann ich wirklich nicht einschlafen? Was machen wir denn da? Kannst du sie nicht schnell holen? Holen ihn? Weißt du, wie weit das ist? Bitte.
Maria, ich bin nur noch mal gekommen wegen Elisabeth, weil... Julia? Entschuldige. Darf ich mal fragen, was Sie hier machen? Au! Nee, das sieht man doch, ich liege im Bett. Wenn ich mich recht erinnere, war das das Bett meiner Frau. Dann sind Sie Julias Ehemann. Hm? Scheiße. Und Sebastian Reidinger. Arthur. In Ruhe nachdenken. Ah, jetzt verstehe ich das. Entschuldige bitte, Arthur, aber ich finde das Ganze so wahnsinnig komisch. Dann muss ich wohl die Pointe verpasst haben. Ich glaube, wir sollten jetzt was trinken. Das kann man sagen. Geht's ins richtige Bett. Komm, dein Stoffel ist da. Und schnell. Ja. Ja, hier. Diese Nacht wird sich nicht wiederholen, Sebastian. Ich weiß. Dann ist ja alles klar. Aber wenn wir uns auf der Straße begegnen, müssen wir nicht so tun, als ob wir uns nicht kennen. Nein, so schlimm war es nicht. Sebastian.